Hallo und herzlich willkommen zu Meinespresso TV. Heute geht es um nonverbale Körpersprache. Das heißt, um Sprechen ohne die Sprache, die Stimme zu benutzen. Wie kann das funktionieren? Und zwar im wahrsten Sinne mit Händen und mit Händen und Füßen. Und die Übung, die ihr dazu machen sollt, die probieren viele Menschen vor allen Dingen im Urlaub, wenn sie sich in einem Land befinden, dessen Sprache sie nicht mächtig sind. Wenn zum Beispiel ein Urlauber aus Deutschland nach Spanien kommt und er nicht Spanisch spricht und auch kein Englisch kann, dann sagt er vielleicht, wo geht es zum nächsten Bahnhof? Er spricht auch zwar das, obwohl sein Gegenüber das ja nicht versteht, er spricht natürlich auch, sagt auch, wo geht es zum nächsten Bahnhof und macht vielleicht auch noch Geräusche dazu. Nur das bitte macht bei der Übung nicht. Findet euch zu zweit zusammen sozusagen und versucht mal euren Gegenüber zu verstehen. Schreibt vorher auf einen Zettel, was ihr meint, also einen einfachen Satz oder eine einfache Szenerie, die ihr gerne darstellen möchtet, und dann versucht also mit Händen und Füßen zu vermitteln, was das sein soll, und der andere muss raten, was das ist. Ich mach's vor und ihr macht es nach, und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächsten morgen sehen wir uns dann schon hier bei meinespresso.tv wieder. Bis dahin, tschüss.